Ramon den letzten Ball. So, es ist genau 11 Uhr, es geht los, Tarnel Community Day hat gestartet. Ihr seht hier eine ganze Traube an Pokémon Go Spielern und der erste hat sogar schon einen Shiny bekommen. Nein, das ist weggegangen. Hallo, oh, das ist weg. Das ist kein Shiny mehr. Gut, es ist kein Shiny mehr. Niantic verarscht uns wieder mal und mobbt die Leute. Aber egal, wir laufen jetzt erstmal schnell zum Strich, da wollten wir uns nämlich alles sammeln. Dann geht's los, bis gleich. So, da haben wir schnell natürlich noch einen Shinehooks-Raid mitgenommen, in der Hoffnung auf ein Shiny. Leider war natürlich keins dabei. Das ist das nächste. Leider kein Shiny-Tarnel, aber eins war vorhin schon mit dabei. Das kann ich ja hier reinschneiden. Und irgendwie laufen alle quer verstreut durch die Gegend. Das ist bei der Feste nicht so gewesen. Da waren immer alle zusammen, hatten Angst an der alten Burg. Sind aneinander gekettet, durch die Gegend gelaufen. Vielleicht haben wir auch gleich noch einen Shiny-Stolunio dabei. Wir gucken uns das mal an und verwechsel das nicht mit dem Schmerbe. Jedes Mal, wenn ein Schmerbe in der Nähe bei ist, denke ich immer, oh, das nächste Tarnel ist da, aber das ist es ja gar nicht. 1031, aber es wehrt sich. Hat jemand einen Shiny Stalunia? Nein. Aber das ist gut, es hat 1031, also hohe WP, hat ein gutes Level. Ja, meins könnt hat ihr euch 104. Ah, da fängt es schon wieder an. Da trennt sich die Spreu vom Weizen oder so. Eine halbe Stunde um, immer noch kein Shiny, oder? Ey, ich hab schon eins, ja? Echt? Ja. Glaube ich zumindest. Wenn nicht, schneide ich einfach eins rein von jemand anderes. Oder ein ganzes Kamerateam. Oh, ich hab ein Shiny. Das hat 10 WP. Da das ist hat, ein Shiny, ne? Da unten WP am Fahrrad hängt's. Da ist es. Mit 10 WP. Also da würde ich eine mit goldene ganzen draufknallen. 10 WP. Ja, das sieht sonst gut aus. Das, Ding. Das hat doch bestimmt 100% IV, oder? Dann viel Spaß beim Fangen natürlich. Wenn man noch nicht Level 30 ist. Noch nicht 30 sei, da gibt's noch mehr Spannung, Spiel und Spaß natürlich. Ey, kann ich hier irgendwo mein Fahrrad abschließen? Ich hab keinen Bock, die ganze Zeit das Ding mit rumzu. Lass es doch stehen. Wer klaut am öffentlichen Tag auf dem Marktplatz schon ein Fahrrad? Ja. Oder hängen einen Zettel dran. Bitte stehen lassen. So, es gibt natürlich Leute, die laufen mit einem Handy rum, es gibt Leute, die laufen mit zwei Handys rum und dann gibt es Leute, die bauen sich gleich ein ganzes Fahrrad ans Handy dran, damit sie es überall mit rumzerren müssen. Wenn es wenigstens eine Powerbank wäre sozusagen, dass über das Dynamo das Fahrrad dem Handy Saft gibt, dann wäre das richtig krass. Ich glaube, die anderen kommen jetzt auch zum Strich und dann sind wir alle wieder vereint und können Händchen halten, durch die Gegend laufen. Shiny! Da ist es! Also das zweite eigentlich auf dem großen, aber egal. Ich wollte doch nur eine gefakte Live-Reaktion haben. Jetzt tüten wir es noch schnell ein. Ohne Beere, mit dem blauen Ball, weil wir sind ja übermüdig. Eins, zwei, fünf. Es ist ausgebrochen. Da nehmen wir doch lieber mal die goldene Beere. Das zickt nämlich jetzt rum. Hyperball. Grüner Kreis und es weicht aus. Ich sehe, die Fahrradgang ist am Start. Manche fahren sogar mit dem Auto, so im Standgas, 3 Stunden durch die Stadt, über die Baustelle, durch den Park. Aber es ist schön, ich musste heute keinen einzigen Pokestop zünden, weil wir zu spät kamen, weil wir davor noch den Mewtwo-Raid gemacht haben und da war die ganze Stadt irgendwie schon an. Terrorzicke, vielen Dank dafür natürlich. Jetzt laufen wir durch die Baustelle, die sah ja letztens noch richtig abgrundtief böse aus. Aber jetzt seht ihr, da kann man jetzt langlaufen. Das ist alles geteert, wunderbar, unabgesperrt natürlich, dass die Pokémon-Spieler in Ruhe hier langschlendern können. Hallo, was haben wir noch? Ein Shiny im Fahrstuhl? Ja, ein Shiny im Fahrstuhl mit 58 WP. Ich weiß nicht, ob so was sieht, es sein. Aber klasse Sache auf jeden Fall. Ah, so, ich komme aus dem Fahrstuhl wieder raus. Geil! Einmal Fahrstuhl, einmal Shiny bei. Das ist doch cool, so muss es sein. Immer Fahrrad am Start. Tunnel ist natürlich jetzt auch was Seltenes. Vielleicht wollen sie da die Leute nicht so überfluten. Und Endivier braucht keiner, deswegen wurde das hinterhergeschmissen. Die meisten freuen sich natürlich schon, wenn dann Feuerriegel kommen, weil denen noch die Entwicklung fehlt und die noch keinen Tornupto haben. Aber für mich ist das auch wieder nur Crap. Und hier riecht es schon wieder nach Bratwurst. Dabei habe ich meinen Bratwurst Thüringen gar nicht auf. Ein Shiny. Ja, weiß ich nicht. Zeige mal. Zweiter Count.
Ach so, 525, das ist doch gut. Das ist echt gut. Ich flüchte mal, ne? Nein. Hat einfach aus mir ein Einzelvideo gemacht. Ja, das ist Philippone, Sad Meme. Hello darkness, my old friend. Eigentlich müsstest du in nächster Zeit wieder weniger Glück haben, dass wir das öfters wieder irgendwo reinschneiden können, weil das ja, bringt das ja nichts. Und da geht jetzt live noch ein 10er-Ei auf. Noch ein Bummels, denn wir haben vorhin schon ein 100%iges bekommen. 13.09 Uhr, wir haben also noch knapp 50 Minuten. Und ihr seht, die sitzen alle in der Russenhocke, wie vorhin. Gefunden? Vielleicht war es ja selber. Okay. Oh. Das ist mein drittes. Und es ist endlich mal halbwegs gut. Von den WP oder von den IV? Von den WP. Ha, die IV. Kennst du ja noch gar nicht, du Schlingel, du. Philippone völlig am Eskalieren da hinten. Deutsche Sprache ist schweres Sprache. Schweres Sprache. Ja, die haben es schon drauf. Was du nicht kennen, deutsches Sprache ist? Schweres Sprechen, Deutsch. Was du nicht kennen, dass du nicht essen, ja. Chiny! Da ist das nächste. Ich glaube, das ist jetzt das vierte oder so. 205. Da nehmen wir mal hier noch einen, ohne Beeren natürlich. Die haben sich vorhin gewundert, wieso ich so viele Bonbons habe. Angeblich hätte ich alles mit gelben Beeren gefangen, was natürlich nicht stimmt, weil ich hatte ja schon die vielen Bonbons vor dem Community Day. Die ist ja da. Ist auch jemand reingefahren in das Teil. Was macht ihr denn da? Ihr könnt doch nicht die Baustelle kaputt machen. Jetzt wo die Baustelle schon fast wieder gut aus. Wir haben jetzt noch 20 Minuten auf der Uhr. Wir hoffen, da geht trotzdem noch was. Und natürlich, dass man dann eine Stunde noch hat zum Bewerten und Entwickeln. Ja. Aber es ist wirklich so, man läuft rum, man sieht an einem Community Day 10 Millionen Leute und dann einen Monat lang ist Funkstille. Da rennt keiner mehr rum, da geht keiner mehr raus. Da sitzen alle hinter verschlossenen Türen. Dann am Community Day sind die Straßen voll, da sind dann überall Spieler verteilt auf der ganzen Straße. Und ja, da sind doch schon wieder die Temeraner da hinten. Die haben vorhin so gehupt, da wäre mir fast die Hose runtergerutscht vor lauter Schreck. Oh Mann. Nein, aber einen halben Herzinfarkt habe ich zumindest bekommen. Da! Da war es schon wieder. Das haben sie vorhin nämlich gemacht. Da bin ich aber direkt davor gefahren. Ramon, ein Shiny 379. Da ist es. Schon wieder ein Shiny. Zack! Hammer mit drauf. Ist aber wahrscheinlich wieder nur schlechtester Satz. 379. Wie viel hast du jetzt schon? Vielleicht 12 oder so. 13. Was? Hey, da sitzen genau zwei nebeneinander. Ach, dieser Moment, wo man keine Plätze mehr frei hat. Habt ihr das Tarnel schon mal genommen und rumgedreht und euch von hinten betrachtet? Oder wie der Ispo immer, wenn er sein Fleckmon hatte und hat das rumgedreht und es hat einfach keinen Kopf mehr, nur noch einen Schwanz, der nach oben gezeigt hat und hat das dann umbenannt in Ständermon. Das könnt ihr natürlich auch mal machen, weil viele Pokémon sehen von hinten einfach noch lustiger aus. Ich weiß nicht, ob das jugendfrei ist. Als von vorne, doch. Hey, es ist weg. Nein, hier hinten ist es noch. Aber kein Shiny. Komisch. Ruhig. Irgendwie ist es so ruhig. Plötzlich sind alle Menschen weg, hallo, alle verschollen. Hallo. Gut, das Wichtigste hallo. Ist da. Das nämlich da hinten. Vidi hat schon wieder eins. Ein 609er Shiny am Start. Das ist ja richtig brutal. Und das jetzt hat... 249, das wird ja immer besser. Ihr wisst ja, wie das ist. Wenn man groß und stark ist, hat man den ganzen Tag Hunger. Groß und stark ist das Kennwort für, naja. Das Traurige ist, der Martin, der hat einen 98er aufgefangen und jetzt hat er nochmal 100er gekriegt. Aber der Martin hat halt doppelt Glück. Ja, der hat richtig Glück. Der hat halt keine Tomaten auf den Augen. Oh ja, ich hab vergessen, dass man das tut. Nichts. Da rennen wieder die Gestörten rum und hallo Ramon, hallo! Philippone schiebt mir unauffällig Sachen zu in die Jackentasche. Seht ihr das? Es gibt also keine 700er, aber es gibt 658er. Boom! Jetzt ist es genau in dem Moment ausgebrochen. So, zum Abschluss. Wie viel haben wir denn gefangen? Ja, ich habe nur 4 Schillernde. Ne? 4 Schillernde. Mal gucken, ob wir was sehen. Ja, sieht glaube ich gut aus.
Dann viel Spaß beim Entwickeln natürlich und Aussortieren. So, Philippone, wie viele haben Sie bekommen? War in Ordnung, sag ich mal. 3 Stück sind es geworden. 3 Stück, passt ja. WP unzufrieden. Kannst du ja trotzdem von jedem eins machen. Wenn der Ramses das sagt, machen wir das auch. Nicht so schlecht. Was, ein 91%iges Shiny? Dein erstes und dein letztes waren genau ein Shiny, ja? Das war natürlich auch Zufall, das müssen wir erstmal nachmachen. Wie viel hast du? Darf ich da auch nachfragen? Wie viel hast du bekommen? 3. 3? Das passt doch, da kannst du von jeder Form eins machen. Der BOB hat? 5. 5? Sieht man die auch? Ist nicht so, dass ich dir nicht glaube. Das ist immer ansehnlicher. Oh, guck mal, den Dieb hier. Das ist aber schön. So, auf dem kurz mal reingehalten hier sind 7 Stück natürlich. Dann Pupsi hat auch mitgemacht. Wie viel haben wir da? Da haben wir 5 Stück und auf 4 im eigenen. Auch 5 Stück. Hier geht's weiter. Wie viele Shinies haben wir bekommen? 3 Stück. Ach, die sind schon bewertet. Ja, sehr schön. Da? Hammer. Wie viel? Nix? Ja, irgendwie. Mein Handy mit ist am Arsch. Nee, warte. Er schreibt Schillern mit so, einem L. Kann man ja machen. Vielleicht gibt er auch Schilling ein, statt Schillern. 2, 4, 6, 8, 9 nur. Was ah, schade. Nur? Ich hab 9 nur 2. Stück. Und noch ein Wablu dabei, das ist aber ja. Nicht von heute, oder? Nee, das hast du 2 Ei. Ist wieder nicht geordnet. Hier ja. Geht's weiter. Wie viel haben wir? 2. Ach, 1 ist auch schon entwickelt, ja, wunderbar. Ja, ich würde ja weiterentwickeln, wenn mein Internet besser wäre. Okay. Also das Fahrrad hängt. Servus, wie viel haben wir? Ich habe insgesamt 5 gefangen, aber ich habe 2 schon weggeschickt. 5 Stück? 2 okay. Warum schickst du die weg? Jetzt kommen wir zum Hauptgewinner natürlich von heute, wie wir gehört haben. Erstmal 10 Stück, ja? Dann habe ich einen 100er Metacross. Und einen 100er Metacross hat er bekommen. Hast du auch schon entwickelt? Ja, ja, klar. Können wir das auch nochmal uns anschauen? Boom, 100%, also richtig krass. Habe ich bestimmt keins, wäre aber cool. Deswegen sehr genial. 3, 4, 5. Ja, bei mir auf dem Großen natürlich auch 5 Stück. Aber jetzt werden wir uns ans Bewerten kurz setzen, werden ein bisschen was entwickeln, gucken, was da noch alles dabei ist. Man hat ja jetzt bis 15 Uhr noch Zeit mit dem Entwickeln für die Spezialattacke. So, wir haben jetzt mal grob durchgeschaut, zumindest bei den Shinies. Und ja, ich habe mich jetzt entschlossen, oder egal eigentlich, weil das mit den höchsten WP ist, auch das mit den besten IV. Das hat nämlich ja einen Satz, also hat er den besten Satz mit KP auf 15. Deswegen werden wir das jetzt einfach nehmen und schnell durchentwickeln, weil wir dann gleich weiter wollen und wollen noch einen 5er Raid machen. Und der Bob schnauft mich an und stiert wie so ein. Was ist denn? Nix, alles gut? Oh, das ist aber süß. Möchtest du was sagen? Du kannst frei reden, wir sind live auf Sendung. Das sieht so genial aus schon mal, aber es wird natürlich gleich noch genialer. Hauen wir nämlich nochmal 100 Bonbons weg und begeben uns dann auf den Weg zum Raid. Es wäre natürlich optimal, wenn der Bob mich mitnimmt zum Raid, damit ich ihn unterwegs bewerten kann. Aber ich muss leider selber fahren. Ich wollte gerade fragen, ob du Max vielleicht mitnehmen kannst. Ich Max? Ja, damit das könnte ich machen, kein Problem. Ich bin nur ein bisschen unter Zeitdruck. 1849 hat er, so, das sieht so genial aus. Das wird jetzt jede Arena heimsuchen. Sternhieb. Und du sagst, das ist scheiße, aber guck dir das an. Das ist 200, weil es 2 geteilt ist mit jeweils 100. Also das ist doch genial. Ich weiß zwar nicht, wofür man Stahl-Pokémon braucht mit Stahlattacken, aber 200, wer hat schon 200? Niemand. Gut, wir werden noch ein bisschen die anderen Dinger bewerten, vielleicht so noch was entwickeln. Wenn nicht, war's das für heute. Peace out, Vorhaut, euer Ramses. Und wie war euer Community Day? Schreibt's mal drunter. Wie viel habt ihr gefangen? Habt ihr gute IV? Habt ihr sonst was? Bis dann. Peace.